So Leute, was geht? Und es geht weiter mit Assassin's Creed Odyssey. Höchstwahrscheinlich mit der letzten Quest der Episode. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Unbedingt. Kann ich mir gut vorstellen, weil irgendwie das ist da ein Ende aus. Dann bleibt uns noch eine Episode. Na? Na, Takas? Wo ist dein Vater? Unterwegs. Das macht er manchmal so. Er kommt wieder. Dieses Haus. Kletter sagte, es gehörte einem Freund von ihr. Er wollte Achaia verlassen, aber er hat es nicht geschafft. Verstehe. Dieser Ort hat etwas an sich. Ist nichts Besonderes. Ich mag ihn. Er ist friedlich. Schade, dass wir nicht bleiben. Also, was jetzt? Wir laufen weiter davon. Wie immer. Wenigstens gibt es Wein. Wenigstens gibt es Wein. Wenigstens gibt es Wein. Was hast du getan? Lass das. So bin ich aufgewachsen. Aber im Ernst. Dein Vater ist ein sehr fähiger Mann. Ist er. Aber gefühlsmäßig kommt man nur schwer an ihn ran. Es ist schwer für Leute wie uns, Freunde zu finden. Wir sind ständig auf dem Sprung. Oh. Wir sind uns begegnet. Auf unsere Freundschaft. Auf unsere Freundschaft. Malaka. Malaka. Hätte der Takas ihn nicht eigentlich sehen müssen? Das erinnert mich an unser Kennenlernen in Makedonien. Wir aßen Wildschwein unter den Sternen. Es war das erste Mal seit langer Zeit, dass ich mich heimisch fühlte. Und seitdem nicht wieder. Bis heute Nacht. Dann machen wir das Beste draus. Ich sollte Dareios und die anderen suchen. Die Gestrandeten sind wahrscheinlich schon am Hafen. Okay, na gut. Oh Gott, nein, 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 nein. Rüber. Das war knapp. Ja, bin nicht gesehen. Ah, sehr gut. Man ist immer auf dem Sprung. Hier passen die Wachen sicher gut auf. Gut. Bin sehr gespannt. Besonders weil es nur ein Battle ist, Frau gegen Frau. So richtige Art Battle, weil sie ist ja auch so eine Cassandra, der Orkan. Hat mir aus, sie ist auch so eine Cassandra. Nur halt auf der bösen Seite, eine böse Crew. Ja, so ein bisschen, ne? Du unter böser Gegenspieler. Bin sau gespannt, aber mal gucken. Hier drüben.
Ich sehe dich, bin nicht blind. Cool. Meine Freunde, ich sehe sie wahrscheinlich gerade zum letzten Mal. Als ich meine Fila das letzte Mal sah, stritten wir uns. Wie immer. Hätte ich ihr doch gesagt, wie viel sie mir bedeutet. Wie stolz ich auf sie war. Nun, da sie zurück ist, habe ich Angst, sie nicht wiederzuerkennen. Echte Bande zwischen Menschen sind selten, Cassandra. Wir sollten sie nicht vorschnell aufgeben. Ich bin eine Söldnerin. Ich kann mir solche Bande nicht leisten. Wir wären nun eine Gefahr für die beiden. Was? Hörerin! Einen Moment! Was ist denn los? Eine riesige Flotte sammelt sich in der Nähe. Sie scheint auf etwas zu warten, aber wir wissen nicht worauf. Der Orkan. Die Schiffe. Diese Leute. Sie weiß es. Aus irgendeinem Grund weiß sie es. Oh nein! Sie werden uns alle auf einen Schlag töten. Wir werden nicht untergehen. Ich versenke jedes einzelne Schiff. Wie? Barnabas, mach das Schiff kampfbereit. Und den Odem der Chimera. Sofort, Schiffsführerin. Schicken wir diesen Orkan geradewegs zu Hades. Natakas und ich werden hier übernehmen. Viel Glück, Cassandra. Danke. Barnabas sollte inzwischen auf der Adrastea sein. Ich muss mich beeilen. Okay. Den Sturm jagen, oh ja. Schlund des Leviathan. Okay. Dann wird es da. Den darf nichts passieren, den Leuten. Aus. Hoch hier. Ja, genau, genau. Ah, jetzt weiß ich, wie er funktioniert. Ah. Jetzt habe ich es gecheckt. Oh. Nicht untergehen. Das ist ungesund. Los. Oh, carajo. Oh Gott! Oh, okay, das war hart. Oh, das ist... Oh, Backe. Oh, Scheiße. Oh nein, ich hab uns. Was? Los. Wir entern. Oh Gott, das ist natürlich jetzt wirklich doof. Aber jetzt müssen wir hier ein bisschen improvisieren. Okay. Aua! Gott, die sind auch noch so hart.
Komm. Oh. Ja, ja, wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Sehr gut. Okay. Schild. Schiffszustand ist wieder hergestellt. Und damit. Nein, ich wollte nicht, dass sie. Oh, scheiße. Jetzt habe ich gleich verkackt. Ah. Da ist nicht. Was? Was? Er hat sich dazwischen Boah, nee, oh, das überlebe ich mal. Ich hätte das halt geschafft. Wir müssen der Kollision ausweichen. No. Das war so klar. Alter, der dazwischen geworfen hat, wusste ich, wie es endet. Dass er damit noch nicht gerechnet, der voll ihn da dazwischen wirft. Damit hätte ich ehrlich gesagt auch nicht gerechnet. Der Kerl sich dazwischen wirft. Hätte er sich nicht zwischen den beiden Schiffen geworfen, wäre eigentlich, glaube ich, alles gut gegangen. Ich glaube, dann wäre es aufgegangen. Aber er hat sich so dermaßen scheiße dazwischen geschmissen. Ich meine, das war sowieso ganz knapp, aber wir hätten es vielleicht geschafft. Alter, zum Glück haben wir so ein Schiff. Ey, wenn du so ein Schiff nicht hast, dann bist du ja ewig. Ich meine, wenn du so ein Schiff nicht hast, dann bist du ja tot. Weiß ich, ob wir da noch irgendwie ein bisschen skillen können. Warte mal kurz, kann man das irgendwie ein bisschen, das Schiff ein bisschen upgraden irgendwo? Oh ja, das kann man noch, den Flammenwerfer kann man auch noch höher machen, aber ja, weiß nicht. Ja, das ist ein bisschen voll, sowas vielleicht. Ausdauer, Ausdauer kann man erhöhen, das wäre vielleicht. Und die Wurfspeere kann man auch erhöhen, die Wurfspeere? Na komm, erhöhen wir mal die Wurfspeere. Aber das ist ja jetzt zu teuer. Genau, immer schon mal das alles erhöhen, was man erhöhen kann. Genau. Danke, Barnabas. Dann schauen wir mal, was das Ding kann. Ach. Nein, wir dürfen uns nicht rammen lassen. Das dürfen wir nicht machen. Wir dürfen uns nie rammen lassen. Ich merk's. Ja. Oh, was ruckelt das denn jetzt? Oh, nee. Ja, toll. Oh, ist das bescheuert. Nein, oh Gott. Ah, fuck. Hat er einen Tod-Drop? Ich glaube ja. Oh ja. Boah, okay, ein Schiff weniger. Für ihn.
Ja. Die oder was? Die machen wir. So, ja. Wir haben es, Leute. Wir haben es, glaube ich. So. Oh, war fies. Nee, 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 nicht so. Sehr gut. Ne? Tschüss. Dank den Göttern, dass wir noch leben. Oder meinen Skills. Oh, ey, das war ein harter Kampf, aber der war cool, der war richtig geil. So, vier Schiffe so richtig schön halbiert. Geil. Was hast du denn gedacht? Sie ist der Orkan Fehler. Sie ist auf diesem Schiff. Oh. Das ist natürlich noch zwei dazu hat, Alter. Oh nee, das ist natürlich jetzt hart. Ja, was ist? Ich weiß, ich habe momentan nur wenig Möglichkeiten. Hallo, aktiviert's! Bringt auch wenig, ne? Ja. Ich glaube, das war keine gute Idee. Mit dem Feuer. Shit. Ja, ich weiß, wer denn sind. Ah, ist eine dumme Idee, es im Feuer auszuprobieren. Jetzt aktiviert, dauert zu lang. Ja, das Feuer kannst du vergessen. Machen das ohne Feuer. So geil ist das echt nicht. Oh Gott. Das ist natürlich auch ein Monsterschiff, ne? Ich hoffe mal, dass da ein Kontrollpunkt war. Ich schätze mal schon. Ohne Kontrollpunkt ist zwar hart, aber das glaube ich nicht. Nein, ich... Oh Gott, das ist aber sauknapp.
Was machst du denn da? Nein, die Speere. Oh Gott, wir haben es geschafft. Das war aber sehr, sehr knapp. Also ich sag's ja, das ist so ein gutes Schiff haben, ist es schon. Ja, bei dem Kampf ist es wichtig. Also ich glaube, sonst wird es echt hart. Ich meine, dann könntest du halt irgendwie schaffen, wenn die anderen beiden, aber das wäre schon. Boah. Ah, der war geil. Der ist geil, der Kampf. Der ist richtig geil. Der hat was. Ich muss sagen, ist sogar ein bisschen besser wie sogar als der Jäger. Der macht mal Spaß. Sehr schön gemacht mit diesen Schiffen. Sehr cool. Oh, na. Hey, alles gut? Kann ich etwas tun? Brauchst du? Ich brauche gar nichts. Ich habe schon dein Schiff vernichtet. Zwing mich nicht, auch dich zu vernichten. Du! Amorgis hat mir alles über die Verdorbenen erzählt. Es ist nicht deine Schuld, dass du so geboren wurdest. Aber es ist dein Schicksal, so zu sterben wie der Rest. Ich werde tun, was für den Orden getan werden muss. Fila! Du? Was machst du hier? Es gibt so viel, was ich dir sagen will. So viele Dinge. Bitte! Gib mir eine Chance. Die hattest du. Du hattest Jahre, dich zu erklären. Ich musste dich beschützen. Ich wäre fast ertrunken. Und wer hat mich aus dem Wasser gezogen? Du? Der Orden ist meine Familie. Du bist nur eine Erinnerung. Meine Vergangenheit. Du wirst nie zu ihnen gehören. Du bist eine verdorbene Fila. Was? Was? Ich weiß, was ich bin. Amorgis gab mir ein Ziel. Er leitete Amorgis. Mich an. Ich bin kein Monster. Ich bin der Orkan. Du bist nicht mehr zu retten. Du bist Amorgis Marionette. Erkennst du das denn nicht? Nein. Wir mögen Verdorbene sein. Aber das allein bestimmt nicht, wer wir sind. Nein. Ich bestimme über mein Schicksal. Ich bestimme über meine Zukunft. Bitte, Fila, lass uns doch reden. Nur wir beide. Vergiss alles hier. Komm mit uns. Sie braucht dich, Kletter. Bitte, du hast immer noch eine Familie. Du hast immer noch... Mate! Bist meine Tochter, Fila. Ich hätte dich niemals von mir wegstoßen dürfen. Ich war doch immer so. Martha! Das ist alles deine Schuld, Adlerfrau. Deine Schuld! Oder eher deine, oder dein scheiß Orden. Oh! Nee, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich. Blub, blub, das machen. Genau, ich. Na gut. Aber es war so, ne? Bremst ein bisschen. Du hast eben gerade deine eigene Armee gekillt. Wusste sie, dass man ja, wenn ich da runterkomme, ja. Wo war das denn? Ja. Oh Gott. Oh, Feuer ist scheiße.
So, das sind eine. Komm her. Da hilft keiner mehr. Dir hilft niemand mehr. Schön, dass du. Du bremst immer noch. Boah, boah, boah. Nein, 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 nein. Ja, ja, ja. Sei ruhig. Hallo, ja, jetzt ist ein Angriff. Oh Gott, das war knapp. Da hol ich mir so die. Nee, was? Was? Wieso ging's nicht? Nee, ist klar. Na Gott. Dann auf altmodisch. So, wie witzig, wenn ich das nie an den Schuss hat, das. Was? Warum geht denn das nicht mehr? Gott, das geht ja nicht mehr. Warum auch immer. Ja, 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 schrei nicht so rum. Schrei nicht so rum. Komm her. Du brennst wie deine Seele. Ich hatte mir, okay, das, ich hatte mir, das passt. Du brennst wie deine Seele. Warte mal, da. Kriegst du mit dem Schaden. Was? Das geht ja gar nicht mehr, ne? Okay, es geht aber nicht mehr. Okay, kannst du lassen. Der trinkt mit gar nichts mehr, weil es nichts bringt. Wir machen das. Okay. Ich hab das Klo ausprobiert. Kennst du eigentlich? Hab nicht so ganz genau gecheckt. Boah, es kann sein, dass ich irgendwann tot bin. Ja, wir müssen beide sterben, aber. Ich dachte, ich hätte noch ein bisschen Zeit. Ja, ja, ja. Oh, danke. Wieso kannst du, also wieso kannst du eigentlich und ich den Feuer machen? Ah. Tschüss. Oh, und damit hätten wir dich besiegt. Och, Khan. Guter Treffer, ne? Steh auf! Beende deinen Auftrag, Orkan! Es ist Amorges Wille! Wir sind nicht deine Feinde, Fila. Der Orden glaubt, er könnte dich steuern. Dass du nicht mehr bist als ein Instrument, das auf Befehl tötet. Sei mehr als das. Lass dir deine Menschlichkeit nicht von ihnen nehmen. Steh auf und kämpfe! Bitte stirb nicht. Ich habe... Da ist noch so vieles, was ich sagen muss. Du
bist meine Tochter, Fila. Ich war doch immer so. Cassandra. Für Menschen wie uns gibt es kein einfaches Leben. Nur den Tod. Ich wusste immer, dass es so enden würde. Vater, die See ist wieder sicher. Wir sollten hier weg, solange wir noch können. Wenigstens sind sie jetzt vereint. Rios und Natakas brechen bald auf. Ich sollte sie verabschieden. Ah, okay, dann machen wir das. Verabschieden wir sie. Das gehört ja noch zu Schattenerbe, ne? Ja, klar, gehört das noch zu Schattenerbe. Gut. Darius und Natakas sollten jetzt in Sicherheit sein. Die griechische Welt kann ihnen nicht mehr schaden. Sie können endlich fort. Es ist besser so. Hey, Adlerfrau. Hier drüben. Na? Du hast mir mal von einem deiner Träume erzählt. Ein einfacheres Leben. Ein kleiner Stand auf der Agora. Fischen mit deinem Sohn. Ich erinnere mich. Und wirst du es tun? Vielleicht. Eines Tages. Schiff segelt mit dir oder ohne dich. Jetzt oder nie. Cassandra. Darius. Das ist also der Abschied. Das ist er. Echte Bande zwischen Menschen sind selten. Wir sollten sie nicht vorschnell aufgeben. Bleibt.
Bitte. Das ist, finde ich, das einzig wahre und richtige Ende. Wohl. Ach nö. Bisschen Frieden ist im Chat auch noch gegönnt, obwohl ich glaube nicht daran. So. Das ist doch mal ein richtig cooles Ende. Dareus die ganze Nacht Wache gehalten hat? Ich sage ihm lieber guten Morgen. Machen wir das mal. Boah, ist das geil. Du schläfst wirklich nie, oder? Der sanfte Kuss der Brise, der Duft der See. Warum sollte ich schlafen? Dann würde ich das verpassen. Ich würde all das verpassen. Der hungrigste Krieger der griechischen Welt hat wieder unsere Milch- und Brotvorräte geplündert. Ein echter Spartaner. Sein Appetit wird uns noch alle verschlingen. Dann eben mehr Milch und Brot. Ich gehe das Übliche kaufen. Eher das Doppelte. Ach so. Ich hätte die hier dem Händler geben sollen, aber ich war abgelenkt von... Das geht vielen mit ihm so. Ich gebe das hier für uns ab und kaufe die doppelte Ration. Auf der Agora sollte schon alles aufhaben. Ich bin bald wieder da. Okay. Milch und Brot, kommt sofort. Okay, warte mal. Das ist jetzt auch alles mal in einer Folge. Komm. Ach komm, Donny, das nicht geht. Ach komm. Ja. Genau. Geht doch. Gut, in komplett falsche Richtung, aber ja, doch geklappt. Einmal voll machen, bitte. Und das Doppelte. Cassandra, wie geht es meiner treuesten Kundin? Ich bin müde, hungrig und müde. Ha, mir ging es genauso. Genieß die ersten Jahre. Werde ich. Tue ich. Wie dem auch sei. Hier ist, was Dareus dir schuldet. Wir brauchen das Doppelte vom Üblichen. Milch und Brot, bitte. Ah, wegen des Brots. Mir ist der Weizen ausgegangen. Ich hätte welchen vom Bauern die Straße runterholen sollen. Vielleicht könntest du mir aushelfen?
Ich helfe dir. Aber dafür zahle ich ein paar Drachmen weniger für meine Bestellung. Du weißt zu verhandeln. Aber abgemacht. Ich bin bald wieder vom Bauernhof zurück. Er ist nicht weit. Oh, nein, danke. Oh, wie kann sein Fisch so alt sein? Wir leben am Meer. Wie tut er ihn? Der Weizenhof ist nicht weit. Das wird schnell gehen. Ist nur eine Vermutung, aber ist Cassandra schwanger? Wann kommt Epidios mich besuchen? Früh genug. Ich soll den Weizen für den Händler holen. Ausgezeichnet. Er ist gleich da beim Zaun. Danke. Bei müde. Genießt die ersten Jahre. Hungrig. Ich weiß nicht warum, aber vielleicht ist es auch nur eine Enttäuschung. Nein, leicht. Hätte einen nur zu viel, aber ich habe mir jetzt zu viel schwanger ist. Also ich meine, hungrig und müde ist jetzt kein Symptom, wenn man schwanger ist. Kann als Frau auch so hungrig und müde sein. Aber irgendwie, das würde auf jeden Fall passen. Gerade von der Situation her. Mal gucken. Sehen wir ja gleich. Hier bitte, dein Weizen. Ich backe gleich das Brot. Ich kann meine treueste Kundin doch nicht warten lassen. Ein echter Spartaner. Brot frisch aus dem Ofen und Milch frisch von der Ziege. Du wirst mich schneller wiedersehen, als mir lieb ist. Das wird nicht lange vorhalten. Manchmal denke ich, nur Elpidios hält mein gesamtes Geschäft am Laufen. Das könnte sehr gut sein. Oh, cool. Aber, wir beenden die Quest jetzt. Ja gut, das ist ja gelohnt, dass wir die auch nicht mit reingebracht haben. Obwohl, gut, dann hätte man bald auch zwei Folgen machen können. Aber gut, die letzte. Und Brot erledigt. Und jetzt nach Hause. Ja, weil irgendwie... Weil ich habe... Dem. Ein Ort, den selbst eine Söldnerin ihr Zuhause nennen kann. Ich meine, es wäre ein cooles Ende. Wer kommt denn da nach Hause? Weil es ist ein echter Spartaner. Irgendwie, wenn ich das gerade so richtig kombiniere, könnte das... Ich habe erst wieder Spartaner, damit wird Natagas gemeint, aber das ist halt irgendwie auch unlogisch. Oder auch nie. Naja, er ist halt wie ein... Er hat einen Appetit wie ein Spartaner, aber sie Spartiatin, also... Wie geht's meinem Elpidios? Wie geht's meinem Sohn? Er braucht seine Mutter. Und sie braucht ihn. Versprich es mir, Cassandra. Das ist unser Leben. Das ist unser Zuhause. Erinnerst du dich an Makedonien? Natürlich. Wände aus Staub und Flammen. Der Jäger. Ich erinnere mich an dich, Natagas. Nur an dich. Eine Heimat ist kein Ort. Es sind die Menschen. Es sind wir. Solange wir zusammen sind, sind wir zu Hause. Weißt du, Elpidios, hier ist deine Mutter aufgewachsen. Kefalenia. Gleich da. Aber erst, als ich hierher kam und dich traf, fühlte ich mich wirklich zu Hause. Kletter und Fila an jenem Tag am Strand. Sie konnten ihrem Schicksal nicht entkommen. Es endet immer mit Blut. Meine Familie war so lange auf der Flucht, aber vor manchen Dingen gibt es keinen drin.
für ein Sturm da auch heraufzieht, was immer Amorges und der Orden planen. Ich schwöre dir, ich schwöre unserem Sohn, dass ich uns beschützen werde. Dieser Kampf, den wir gegen den Orden führen, dieser Krieg, wird nicht zu meinen Lebzeiten gewonnen werden. Oder zu deinen. Vielleicht war ich töricht, das zu glauben. Aber es ist nicht unser Schicksal, sondern unser Handeln, das uns bestimmt. Unser kleiner Leonidas hat heute sein erstes Wort gesprochen. Und ich hab's nicht gehört? Nicht möglich. Was war's denn? Großpater. Oder hat er nur aufgestoßen? Das ist in seinem Alter schwer zu sagen. Wo ist mein kluger Enkel? Wer ist genau wie Großpater Dareios? Ein tolles Ende. Gibt es etwas Schöneres als das? Ein einfaches Leben. Er war der Verräter. Sendet eine Nachricht nach Persien. Schickt die Flotte. Schickt alle. Wie du befiehlst, Amorges. Wir werden uns bald wiedersehen, alter Freund. Ein Brief von Dareios. Er hält eine Feierlichkeit in Dime ab. Das sollte ich mir nicht entgehen lassen. Alexander, wir beide tun alles, um unser neues Leben und Zuhause geheim zu halten. Aber wir müssen mehr tun, um zu überleben. In letzter Zeit treiben sich immer wieder Eber in Dime herum. Na, Essen suchen. Die Wunder könnten eine Söldnerin brauchen, die sich ihr Vermächtnis, annimmt. Kehre nach Hause zurück, wenn du fertig bist. Ich habe die Eier mit Nakakas und Epidios. Cool. Cool, dass er mich komplett ausge... Ja, wow, er hat mich jetzt komplett... Das sah zwar immer cool aus, aber das war einfach mehr... Ah komm, fürs DLC will ich das nochmal zu tragen. Na gut. Genau, machen wir es mal so für das DLC. Also, irgendwie extrem cool aussieht. Und ja, jetzt machen wir hier mal einen ganz kurzen Cut, ne? Das mal in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich mache jetzt hier auch mal einen Schnitt. Bis dann, haut rein. Tschüss, euer Pyrus.